Servus zusammen, Mittwochabend, 23. August, 17.35 Uhr, es ist DAX-Time. Aber bevor ich zum DAX gehe, ein paar Updates, einmal in Gold, da komme ich gleich drauf, Etienne und Siemens Energy, da komme ich zum DAX. Das ist das Gold, was ich ja letzte Woche auch einen Film gemacht habe. Diese blauen Linien sind die Fibos hier vom, wo ist das, da vom 2.11.2022. Ich hatte noch Zwischenfibos gezogen, die habe ich jetzt mal rausgenommen, weil die haben alle ihren Zweck erfüllt. Das hier ist das 38er von dieser langen Bewegung. Da haben wir, da hatte ich gesagt, also wir können runtergehen, so 90, 85, irgendwo da in diesem Bereich und Gold sei bitchy, habe ich auch gesagt. Aber das Gold macht's gut. Hier kommt jetzt einiges hinzu. Wir haben mit dieser einen Kerze eine ganze Reihe vorangegangener überwunden. Wir sind über der 14, allerdings noch nicht Schlusskurs, muss dazu sagen. Diese Kerze ist immer noch falsch. Wir haben direkt in einem Atemzug die 20-Tage-Linie gesehen. Wir haben ein frisches Kaufsignal über die Stochastik, auch über das MACD, jetzt sogar bald über die althergekommene Sichtweise. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn wir morgen es schaffen, also morgen am Donnerstag schaffen, über die 20-Tage-Linie, die ist jetzt momentan ganz genau bei 1920. Wenn wir da drüber gehen, ist nach wie vor der Weg frei hier zu 1000, im Moment 1960 rund. Also ich würde es nach wie vor nicht short gehen. Und das hier waren die Scheine, die ich hatte. Da haben sich lediglich die Hebel ein bisschen verändert. Also dieser Call jetzt hier, der hat jetzt einen 18er Hebel nur noch und der hier, der 1850er, hat einen 29er. Ich finde, es sieht okay aus. Ich habe keinen Grund zur Annahme, warum man hier irgendwie short gehen sollte. Ich weiß natürlich nicht, was die da mit diesem ganzen Brickgesprächen da noch rausholen, aber ich finde, das sieht okay aus. Macht Hoffnung, hat sich ausgetobt. Das Doppeltop, der Doppelboden, der besteht hier mit so kleinen Lunden nach unten. Interessiert mich herzlich wenig. Das gefällt mir auch gut, gefällt mir auch gut. Finde ich in Ordnung. So viel zum Gold. Jetzt, weil ich gefragt wurde, Etienne. Etienne. Das ist schon ein Drama. Wenn ich es richtig gerechnet habe, die haben so um die 60 Milliarden an Börsenkapitalisierung verloren. Ich will erstmal kurz auf diese Linie eingehen. Die kommt nämlich von hier hinten, vom 25.09.2018. Ja, und geht dann hier ein paar Mal gehandelt. Einmal überboten, zurückgekommen und dann hoch. Also das muss ein Mega-Frust sein, wenn man den Mut hatte, das Ding hier zu kaufen und hält das dann und hält und es steigt und es steigt und es steigt, ob es sinnvoll ist oder nicht, sagt dir gleich das Licht und dann verliert man mehr oder weniger in 5 Tagen die gesamte Performance. Das ist schon böse. Aber erinnert euch bitte, weil es liegt nahe zu sagen, oh, die sind jetzt billig, die kaufe ich mal. Noch dreht das obere Band nicht. Aber ich habe hierüber einen Stabilisierungsansatz. Und hier noch keinen. Ich möchte es mal so formulieren. Heute waren wir schon bei der 830. Wenn wir die 830 nochmal schaffen und überbieten und darüber schließen, wird das hier weiter positiv. Der Freund hier unten, der Oszillator, dreht hoch. Dann hat sie eine sehr gute Chance, zumindest einen Teil dessen, was sie hier verloren hat, und das war echt heftig, das muss ich schon sagen, hat sie eine sehr gute Chance, sich das zumindest teilweise zurückzuholen, und zwar in Richtung 20-Tage-Linie, die deutlich fällt pro Tag. Also das ist definitiv für mich kein Short mehr. Diese Linie hier ist bei rund 750. Das können Sie noch mal machen. Aber ich glaube, wenn man da mit Scheinen reingeht, mit der Basis von etwas unter 700, das sollte eigentlich reichen. Ich glaube nicht, dass die jetzt von hier aus noch nennenswert weiterfallen. Dazu ist der morgige Tag, Donnerstag, sehr wichtig. Im Gegensatz zu Etienne, denen ich sowas zutraue, gibt es was anderes hier? Das sind, die hatte ich neulich auch mal reingemacht. Siemens Energy. Zeige ich euch mal, wie eine Aktie das nicht machen soll. Die fallen hier neulich heftig. Das war Mitte Juni, 22. Juni, heftig. Und dann macht die das im Gegensatz nämlich zu vielen anderen nicht. Vergleich den Chart von SAP von 2021. Die Erwartung war ich, dass sie sich der 20-Tage-Linie annähert. Aber die verhungert hier mit einer Seitwärtsbewegung. Und es ist nicht so, dass die Aktie zur 200-Tage-Linie geht, sondern zur 20-Tage-Linie geht, sondern die 20-Tage-Linie zur Aktie. Das heißt, eigentlich müsste hier eine Korrektur kommen. Hat sie nicht gemacht. Und mit Unterbieten von diesem Low hier, Entschuldigung, von dem High, nein, mit Unterbieten von diesem Low hier, hat die nochmal Platz nach unten. Also noch ist da, die ist nicht sauber.
Und zwar habe ich hier, das hatte ich auch in dem Film damals gesagt, ich habe kein Problem, mir einen Kurs von um die 12 vorzustellen. Und es sieht fast so aus, als ob es da hingeht. Also das ist ein Hungerchart. So möchte ich es mal formulieren. Das darf eine Aktie nicht machen. Also hat die kein Vertrauen drin. Null, gar nichts. Ja, also bei mir zumindest nicht. Die hätte besser korrigieren sollen. Macht sie nicht. Also dann, ihr müsst euch das so vorstellen, da kaufen dann viele, ach guck mal hier, die war gestern 22,5, jetzt sind sie bei, was weiß ich, 14. Ja, kaufe ich mal welche. Ja, das tut es aber nicht. Und dann fliegen die Stücke auch wieder raus. Das sind so die Frustrierten und das kann ich voll und ganz verstehen. So, jetzt gehen wir in DAX rein. Der DAX, wo ist er? Das ist mehr oder weniger der Chart, den ihr auch am Freitagabend gesehen habt. Wir waren mit diesem Hammer außerhalb des Bandes rein. Ich habe gesagt, hier unten drunter, mit diesem Doppelboden, der nach wie vor Bestand hat, da muss ein Stop gesetzt werden. Dann gingen sie gleich am Montag hoch. Und das sind zwei ganz blöde Kerzen. Ja? Wir fangen tief an, steigen schnell hoch und schließen dann in der Nähe des Tagestiefs. Hier auch. Wir machen mit einem Gap auf, wir schließen hoch, wir gehen hoch und schließen in der Nähe des Tagestiefskurses. Das ist eigentlich nicht schön. Nichtsdestotrotz, das Kaufsignal über den Oszillator ist bestätigt. Das ist okay. Das MACD, lang, kurz, 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 ist auch in Ordnung. Das heißt, eigentlich ist die 20-Tage-Linie Pflicht. Heute hier und jetzt, am Mittwochabend bei 15.925. Da ist eigentlich diese vier Kerzen sind da noch mit drinne. Die fliegt morgen raus. Das heißt, ich habe einen hohen Wert weniger. Die wird weiter abkippen. Die wird relativ schnell kippen. Aber sie sollte, also der Kursverlauf vom DAX sollte das eigentlich sehen. Das ist nach wie vor Pflicht. Und dann ist die Frage, wenn er dafür jetzt 3, 4 Tage braucht, dann verhungert er. Aber der Hammer hat nach wie vor Bestand, der Doppelboden hat Bestand. Es gilt für jede Position ein Stop von unter 15.460. Da muss man raus. Ich sehe das als ersten Widerstand. Das Einzige, was mir nicht gefällt im DAX, ist die Tatsache, dass hier wenig Volumen umgeht. Wirklich wenig. Freier, wirklich freier, wird er erst über dieser Kerze. Da war das Hoch bei 16.060. Tja, weiß ich nicht, ob er es schafft. Ich glaube es nicht. Das ist mir einfach zu viel Volumen. Das ist kein Hurra, wir leben noch. Das ist eher ein, naja, gehen wir halt mal ein bisschen hoch, atmen mal ein bisschen. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd. Das heißt, ich werde mir ab diesem Bereich, werde ich mir wahrscheinlich auch wieder Putz holen. Und da habe ich die gleichen wie vom Freitag. Hier haben sich lediglich die Hebel geändert. Aber wenn wir an der 20-Tage-Linie sind und er hat immer noch so ein, tja, so ein schwaches Volumen, dann werde ich diese hier, sowas hier nehmen. 16.540er. Damit sind wir oberhalb von diesem All-Time-High. Im Moment ein Hebel 19. Der wird dann dementsprechend höher sein. Der war, glaube ich, am Freitag bei 15 oder 16. Aber dann werde ich mir auf jeden Fall, das muss ich für mein Gewissen machen, werde ich mir welche holen. Aber im Moment, ohne großartig drumherum zu reden, der Doppelboden hat Bestand, der Hammer hat Bestand, der Stop-Loss ist ganz klar definiert, hier mit unter 15.460, sprich so 15.430 wäre Stop-Loss. Und dann gehen wir auch weiter runter, wenigstens hier bis zu dieser unteren Trendlinie. Und die ist momentan bei 15.260. Aber es sieht grundsätzlich noch in Ordnung aus. Wie gesagt, das Einzige, was mir absolut missfällt, ist der Umsatz. Der ist eher ziemlich armselig. Autos liegen schwach. Da muss ich überhaupt nichts machen. Also so ein Graupenwert, wie ich es immer nenne, wie VW, aber auch die Daimler, BMW, da muss ich überhaupt nichts machen. Die Reisebranche fängt an, sich zu stabilisieren. Ich meine, das zu sehen in Lufthansa, auch in Accor, Fraport noch nicht. Airbnb ist eigentlich auch mittlerweile, die haben schön auf dem 68er aufgesetzt, also FIBO Retracement. Ja, das könnte jetzt mal so ein bisschen Branchenrotation sein, dass die mal wieder ein bisschen hochgehen, weil die haben, ich möchte nicht sagen, genug gelitten, aber die waren halt einfach nicht von Interesse. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.